Hallo und herzlich willkommen hier auf Lurella.de. In diesem Video möchte ich euch die gestellte Aufgabe zur Sonnenfinsternis kurz erklären. Im Video Licht und Schatten haben wir geguckt, was passiert, wenn ich zwei Lichtquellen habe und einen Gegenstand in den Lichtgang stelle und haben die Schatten betrachtet. Nun, das Sonnenfinsternisproblem ist wahrscheinlich genau das gleiche. Ich betrachte die Sonne einfach als zwei Lichtquellen. Ich betrachte den oberen und den unteren Punkt und wir schauen uns den Schattenwurf an. Oben L1, wir gehen unterhalb des Mondes durch das Licht, das gerade noch vom Mond aufgehalten wird. Und wir gehen einmal oben drüber durch, der Oberkante des Mondes. Und sehen, dieser Bereich hier ist im Schatten des Mondes. Der Mondschatten. Und wir machen das gleiche für die Lichtquelle 2, also den untersten Punkt der Sonne. So, wenn wir jetzt genau hier hinschauen, sieht man hier unseren Kernschatten. Der Kernschatten wirft ein ganz schmales Band auf unsere Erdoberfläche. Das heißt, es ist was ganz Seltenes, eine Sonnenfinsternis zu sehen. Einmal im Leben vielleicht. Nun, aber wir sehen, das ist der Kernschatten und nebendran haben wir Halbschatten. Das heißt, was wir hier haben, nennt man eine partielle Sonnenfinsternis. Wir sehen nur einen Teil der Sonne. Also einen Teil der Sonne eben nicht. Das Ganze hier, muss ich noch darauf hinweisen, natürlich die Größenverhältnisse, die wir hier skizziert haben, stimmen nicht ganz, aber es erklärt das Phänomen. Der Mond ist winzig im Verhältnis zur Sonne und klein zur Erde. Die Sonne ist weit weg, aber das hier alles nur grob skizziert. Die Sonne müsste in Wahrheit noch deutlich größer gezeichnet werden. Ich hoffe, ich habe euch dieses kleine Problem hier schön illustrieren können. Danke für die Aufmerksamkeit. Ciao.